Die Kirche lehrt uns, dass es der Hochmut der Menschen war, der die dunkle Brut in unsere Welt brachte. Die Magier wollten den Himmel an sich reißen, doch sie haben ihn vernichtet. Sie wurden verbannt und durch ihre eigene Verderbtheit verflucht. Sie kehrten als Monster zurück, als die Ersten der dunklen Brut. Als Verderbnis fielen sie über die Länder her, unaufhaltsam und unerbittlich. Als Erstes fielen die Königreiche der Zwerge. Und aus den tiefen Wegen griff uns die dunkle Brut immer und immer wieder an, bis wir kurz vor der Auslöschung standen. Männer und Frauen aller Rassen, Krieger und Magier, Barbaren und Könige, die grauen Wächter opferten alles, um dem vorrückenden Dunkel Einhalt zu gebieten, und siegten. Dieser Sieg liegt Jahrhunderte zurück und wir stehen weiterhin Wache, beobachtend und auf die Rückkehr der dunklen Brut wartend. Doch die, die uns einst Helden nannten, haben vergessen. Wir sind nur noch wenige und unsere Warnungen wurden zu lange ignoriert. Denn ich habe selbst gesehen, was am Horizont lauert. Erbauer, steh uns bei. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Dragon Age Origins. Ja, ein Spiel, was ich eigentlich schon ziemlich lange mal jetzt playen wollte und irgendwie noch nicht so richtig Zeit dafür gefunden hatte. Aber das werde ich jetzt mit euch tun. Also, die Wahl deiner Herkunft entscheidet darüber, welche der 6 verschiedenen Einleitungsgeschichten du spielst. Deine Wahl beeinflusst außerdem, wie andere Charaktere während des Spiels auf dich reagieren. Okay. Also wir haben 3 Völker, die Menschen. Boah, das ist ziemlich viel zum... Naja, gut. Rassenboni plus 1 Stärke plus 1 Geschicklichkeit plus 1 Magie plus 1 Klugheit. Was zum Spiel, wer Dragon Age nicht kennen sollte, was ich kaum glaube, dass es da Leute gibt. Es ist ein Rollenspiel. Ja. Das Intro habt ihr gerade eben gesehen. Der Elf plus 2 Willenskraft plus 2 Magie als Reiseboni und der Zwerg... 1 Stärke, 1 Geschicklichkeit. 2 Konstitution, 10% Chance, gegnerische Magie zu widerstehen. Der Krieger, der Schurke. Magier. Also, wir haben die 3 Standardklassen. Sagen wir mal, wie es auch in normalen Rollenspielen immer der Fall ist. Den Krieger, den Magier und den Schurken. Der Schurke ist mehr oder weniger, ja,
ein schnellerer Krieger, sage ich jetzt mal. Aber gut, ich würde sagen, wir nehmen einfach mal den Menschen und einen Krieger. Nicht? Gut. Also weiter. Grüße! Moment. Kann ich jetzt nicht noch einen Hintergrund auswählen? Ah. Ach so, das hat noch verschiedene Hintergründe. Ah, okay. Bürgerlicher Zwerg, adeliger Zwerg. Ach so. Dalisch Elf, Stand Elf. Okay, in dem Fall nehmen wir doch, glaube ich, den Zwerg als Krieger. Und aber den bürgerlichen Zwerg. Ja. In einem Land, in dem die soziale Stellung alles bedeutet, wurdest du als Kastenloser geboren. Als Helfer und Gauner in Diensten eines einheimischen Verbrecherfürsten bringst du dein Leben nahezu unsichtbar, bis das Schicksal dich plötzlich in den Mittelpunkt rückt und dir die Chance gibt zu zeigen, ob deine Taten und deine Geburt bestimmt werden. Was? Bestimmen? Wer du bist? Naja, okay. Gut, dann Grüße. Weiter. Ja, moin. So, Voreinstellungen. Das sieht eigentlich schon ganz gut aus, so. Ich glaube, da will ich gar nicht mehr viel dran ändern. Die Haare. Ich glaube, so ist das eigentlich ganz okay. Ja, so viel brauche ich an dem eigentlich gar nicht ändern. Der gefällt mir eigentlich schon ziemlich gut so. Da kann man noch ganz andere Sachen einstellen. Die Stimme, weise. Nein! Der Zauber hat versagt! Übermütig. Und? Alles in Ordnung? Erfahren. Grüße. Grüße! Klug. Gewandt. Ich bin definitiv entzückt. Ja. Ich konnte den Zauber nicht aufrechterhalten. Okay. Und brutal. Grüße. Ich bin definitiv entzückt. Das klingt ja schon ziemlich witzig. Ich glaube. Grüße! Grüße! Ich glaube, wir nehmen erfahren. Und wir nennen uns. Broska. Was ist ein Broska für ein Name? Der Name ist immer so eine Sache. Teil. Hey, kann man den nicht nehmen? Den. Ich kann nur den Namen ändern. Vorne. Ah, okay, gut. Dann Broska. Teil Broska. Und weiter. Verfügbare Punkte, Attribute. Da wir ein Krieger sind, würde ich sagen. Konstitution steht für Gesundheit, Widerstände, okay. Dann nehmen wir 1, 2, 3 hier rein und 2 da rein. Ein verfügbarer Punkt, Manipulation. Der Charakter ist charmant genug, um andere davon zu überzeugen, ihre Ansicht zu ändern. Stärke lässt den Charakter einschüchtern wirken, während Klugheit ihn überzeugender macht. Fallenbau. Der Charakter hat gelernt, aus normalen Werkstoffen einfache Fallen und Köder herzustellen. Überleben. Der Charakter kann Wesen in seiner Nähe, deren Stufe unter seinen eigenen liegen, aufspüren. Diese Fähigkeit gewährt ihm außerdem einen geringen Bonus an auf Naturresistenzen. Okay. Der Charakter kann aus gewöhnlichen Kräutern einfache Tränke herum, Umschläge und Salben herstellen. Der Charakter hat den schwierigen Lernprozess der Herstellung einfacher Gift und Sprengfeuer überlebt. Sehr cool. Verbesserte Kampfausbildung. Ja, Zugriff auf Waffentalente und zweite Stufe und erhalten einen Bonus auf. Hey. Magier können mehr Schaden durch Angriffe verkraften. Auf
bevor ihre Zauber unterbrochen werden. Leiden Mana-Regeneration. Kampftaktiken. Der Charakter kann im Kampf schnell neue Strategien entwickeln und erhält deshalb ein Kampftaktikfeld. Ich glaube, wir nehmen Manipulation oder verbesserte Kampfausbildung. Ich glaube, ich bin für Manipulation. Das klang interessant. So. Bewegen die Maus über eine Fertigkeit, um deren Beschreibung... Okay. Zwei Waffenausbildung, Doppelschlag, zwei Waffenstreich. Bogen... Ah! Okay. Mächtig. Training und harte Arbeit haben dem Krieger mehr Gesundheit verliehen und die Erschöpfung reduziert, die der Einsatz von Fähigkeiten kostet, wenn eine Rüstung getragen wird. Okay. Ich glaube, nehmen wir mal das. Und der Charakter ist im Umgang mit zwei Waffen geschickter geworden und verursacht nun mit der Zweitwaffe einen annähernd normalen Schadensbonus. Das klingt ganz interessant. Und da wir zwei Waffen haben, werde ich das, denke ich, auch noch nehmen. Schwierigkeitsgrad, normal. Kämpfe niemals mit bloßen Händen. Okay, das sind jetzt Tipps. Jetzt wird erstmal geladen. Ja, geladen. Alter. Tief unter dem Frostgipfelgebirge liegt Orsama, die größere und stolzere der beiden verbliebenen Zwergenstädte. Die einstige Hauptstadt des unterirdischen Zwergenreiches klammert sich trotz der wachsenden Bedrohung durch die dunkle Brut an die Erinnerung an ihre einstige Größe. Unter den mächtigen Statuen und vergoldeten Hallen, in denen sich die Adelsfamilien an der Politik versuchen, führen die niederen Kasten seit Generationen ein Schattendasein. Und darunter stehst du. Du bist kastenlos. Das schmutzige Geheimnis der sauberen Gesellschaft von Orsama. Genau wie deine Schwester bist du gezwungen, dich dem brutalen Verbrecher Berat zu verkaufen. Für das übrige Orsama bist du der lebende Beweis, dass die Kastenlosen ihr Schicksal verdienen. Aber du tust nur, was alle tun. Du versuchst, zu überleben. Gut, da habt ihr es gehört. Ich kann nicht ewig auf dich setzen, Schätzchen. Du hast alles, was man braucht, um einen Mann heiß zu machen. Aber du musst es auch einsetzen. Bitte, Berat, müssen wir das vor meinem Bruder? Warum nicht? Er weiß doch, wie der Hase läuft, oder, Junge? Er hat recht. Hauptsache, wir kommen aus dieser Kloake raus. Habe ich nicht gesagt, ihr sollt nicht so mit meiner Schwester reden? Wir verdanken euch alles, Berat. Wir werden euch nicht enttäuschen. Oder keine Sorge, sie findet einen Mann, sonst kriegt sie mit Ärger mit mir. Du sagst ziemlich viel, aber das interessiert mich alles einen feuchten Kehricht. Vor mir war deine Schwester nur eine Staubfresserin. Und jetzt sieh sie dir an. Lange Zöpfe, goldverkronte Zähne. Sie rezitiert Elfengedichte und spielt Harfe. Sie ist der Traum jedes Mannes. Sie muss sich nur noch einen Lord angeln, irgendeinen Balg rauspressen, der ihm ähnelt, und schon leben wir alle im Diamantenviertel. Bitte misch dich nicht ein. Du weißt, das nimmt kein gutes Ende. Ich drohe ihr so viel ich will, solange ihr von meinem Teller esst. Du hältst einfach dein Maul und sagst jawohl zu jeder Arbeit, die in meinen Augen niedrig genug für dich ist. Und im Gegenzug staffiere ich dich aus, damit du dir von einem Edelmann einen Braten in die Röhre schieben lassen kannst. Danach seid ihr beide frei und nehmt mich in die Familie auf. Und dann bin ich selbst ein Lord, solange der kleine Prinz lebt. Und was macht ihr hier? Und ihr Sohn nennt euch Onkel und besucht euch an eurem Namenstag. Wir haben unseren Teil der Abmachung erfüllt. Das war eine Abmachung. Ich begutachte meine Investition. Und ich fürchte, im Moment zahlt sie sich nicht aus. Ich gebe dir noch eine Woche, Schätzchen. Wenn du bis dahin niemanden findest, fegst du wieder die Straßen. Aber ich habe jemanden kennengelernt. Er schien sehr interessiert an mir zu sein. Also lasst sie zufrieden und sagt mir, was ich heute tun soll. Seht ihr, sie hat jemanden gefunden. Ich hab doch gesagt, wir liefern.
Nehmt euch den Nachbarrat, wir brauchen euch nicht länger. Alle brauchen mich, weil alle irgendetwas wollen, das nur meine Karte besorgen kann. Und solange du das nicht kannst, bist du nichts weiter als mein Laufbursche. Also halt's Maul und mach, was man dir sagt. Was soll ich machen? Ihr habt noch mehr Bodengänge für mich? Ihr wollt, dass ich jemanden für euch verprügle? Gut geraten. Dein Freund Lesky wartet draußen. Er weiß, was du heute für mich tun sollst. Und wag es nicht, die Sache zu vermasseln. Die Zukunft deiner Familie steht gerade auf sehr lockerem Sand. Und ich weiß, dass ihr nirgends hin könnt. Arschloch. Tut mir leid, dass du das sehen musstest. Du musst hier nichts von mir fernhalten, Rika. Ich weiß, du warst immer ein guter Bruder und wolltest mich immer beschützen. Ich hätte es dir sagen sollen. Berat warnt mich, seit zwei seiner anderen Mädchen auf Lord Harrowmonts Empfang willige Gönner gefunden haben. Sie haben sogar schon Geschenke bekommen. Lord Roosten hat Elsie ein Kleid aus Oberflächenseide geschenkt. Dabei ist sie nicht mal schwanger. Berat verliert langsam die Geduld mit mir. Reicht es nicht, dass ich für Berat arbeite? Du hast hart dafür gearbeitet, dass er uns nicht auf die Straße setzt. Ich kann mir vorstellen, zu welch schrecklichen Dingen er dich zwingt. Aber es gibt viele verzweifelte Zwerge in Orsama. Er könnte jeden von ihnen als Laufburschen und Geldeintreiber bezahlen. Du hey, warum hat sie jetzt abgebrochen? Ich wünschte, wir müssen hier. Ich wünschte, wir müssen diese Höhlenzecke nicht die Stiefel küssen. Du kennst die Alternativen. Misthaufen stechen, betteln, die Oberfläche. Nein, wenn du uns nicht alle von der dunklen Brut befreist und ein Paragon wirst, sind wir auf Berat angewiesen. Wieso kann ich mich nicht der Armee anschließen und gegen die dunkle Brut kämpfen? Das versteht niemand. Aber der Adel tut alles, um seinen Status zu bewahren. Sie sagen, Kastenlose sind gefährlicher als die dunkle Brut. Außerdem ist es eine Beleidigung des Schmiedes, wenn wir edle Waffen auch nur berühren. Aber im Prinzip wollen sie nur die Kriegerkaste nicht beleidigen. Stell dir vor, was passiert, wenn sich herausstellt, dass wir auch Armeen befehligen können. Aber hat die dunkle Brut unser Druck nicht schon aufgetrieben? Wieso wissen unsere Waffen gegen sie erheben würden? Sie wissen... Ich halte nicht viel von den Adligen. Aber sie wissen weit besser als wir, was die dunkle Brut unserem Volk angetan hat. Jeder Adlige, den ich kenne, hat in den tiefen Wegen schon einen Bruder oder einen Neffen verloren. Und doch verschließen sie in ihrem Hochmut die Augen vor der Tatsache, dass wir bei der Verteidigung der Stadt helfen könnten. Und doch dauert das Gespräch ziemlich lange. Unternehmen sie nichts, um uns zu beschützen. Allerdings holen sie eher Menschen, bevor sie uns fragen. Es gibt Gerüchte über ein Bündnis gegen die dunkle Brut. Sogar die grauen Wächter sollen mit von der Partie sein. Aber das führt jetzt zu weit. Lesky wartet sicher schon. Und Berat würde es gewiss nicht gefallen, wenn ich zu spät zu meiner Verabredung komme. Es ist nicht gerecht, dass Berat uns herumschubst. Das Geld verleiht ihm Macht. Seine Familie lebt an der Oberfläche. Er kann also Lyrium und Schmiedearbeiten nach oben schmuggeln und gegen Seide, Wein und Felle eintauschen. Und er ist schlau. Er hat immer darauf geachtet, dass er nur von kastenlosen Schutzgelder erpresst. Deshalb war er den Wachen immer egal. Warum versuchst Berat dann, dich mit irgendeinem Adling zu verkuppeln? Unterschätze ihn nicht. Berats Handlanger würden ihre eigene Mutter töten, um für ihn arbeiten zu dürfen. Wow. Gegen die dunkle Brut kämpfen. Und trotzdem sagst du, ich könnte ein Paragon werden. Es wäre nicht das erste Mal. Gerlon, der Blutige, suchte als Kastenloser an der Oberfläche sein Glück. Und als er zurückkehrte, bestieg er sogar den Thron. Viele Paragons sind niederer Herkunft. Alles, was zählt, ist, dass die Versammlung ihre Leistungen anerkennt. Und wenn das geschieht, gründen sie ihr eigenes Haus und unterscheiden sich in nichts mehr von gebürtigen Adligen. Das würde Mutter sich überraschen. Stell dir vor, dein eigenes Haus. Was stehst du denn noch hier rum? Geh schon!
Mach irgendwas Wichtiges. Vielleicht mache ich es tatsächlich. Ja, vielleicht. Aber bis dahin müssen wir tun, was Berat verlangt. Und im Moment möchte er nicht, dass einer von uns zu spät kommt. Du hast recht. Bis dann. Pass auf dich auf. Bis heute Abend. Gut. Neuer Screenshot. Was? Moment. Okay. Wir sind im Spiel. Wird gespeichert. Okay. Berats Gunst, neue Quest. Dann gehe ich mal hin. Das ist die Badewanne. Das ist eine Tür. Eine ziemlich durchsichtige. Und dann gehen wir hier raus. Das wurde aber auch Zeit. Ich wollte schon reinkommen und einen Blick auf deine scharfe Schwester werfen. Grau. Aber ein heißblütiger Zwerg wie ich kann einfach nicht anders. Diese Lippen. Wie dafür gemacht, meinen Namen zu schreien. Du hattest doch sicher auch schon ein paar schmutzige Gedanken. Was sagst du? Sag einfach, warum Berat dich geschickt hat. Langsam wird mir klar, wo das Bild des griesgrämigen Zwergs herkommt. Aber gut, wir sollen jemanden suchen und züchtigen. Wie es aussieht, spielt einer seiner Schmuggler mit gezinkten Karten. Er heißt Oskias, ein Oberflächler. Berat hat gehört, dass er oben Zeug verkauft, ohne ihm was davon zu sagen. Wir sollen den Mistkerl aufspüren und rausfinden, was er zurückhält. Er hat geklaut. Er hat beklaut, Berat. Ich mag den Namen. Ich mag den Mann. Tja, aber ich fürchte, eure Beziehung wird tragisch enden. Bist du bereit, ihm ein bisschen weh zu tun? Was machen wir, wenn er Berat betrogen hat? Wir sollten ihn gar nicht einfach töten. Wir werden ihn nicht einfach töten. Erst holen wir uns zurück, was er gestohlen hat, dann bringen wir ihn um. Komm schon, stell dich nicht so an. Gut, aber lass wenigstens herausfinden, was er getan hat. Wenn du dann besser schlafen kannst. Gut. Und damit nochmal herzlich willkommen zu Let's Play Dragon Age Origins. Ja, gut, und dann gehen wir mal los. Ich weiß zwar nicht, wo wir hin müssen, aber... Hey, du da, Katerknabe. Wie wär's mit uns? Was? Sag nur, wie du's magst. Was? Nein, ich hab keine Zeit. Für wen zum Staub hältst du dich? Ich brauche keine Almosen von irgendeinem gottverdammten gezeichneten Kartergauner. Dann halt nicht. Habt ihr einen Silberling? Mein Junge braucht Medizin, sonst macht er nicht auf, sagen die Ärzte. Gruppe sammeln und weiterziehen. Ja. Gut. Die Stadt Urzama. Was willst du hier anschauen? Ein Trupp des Königs hat in den tiefen Wegen Spuren von Ranka gefunden. Hier geht alles vor die Hunde. Ja. Zurück in ein Schlammloch abschauen. Alter. Wo genau muss ich denn hin? Gehört dieser wertlose Krempel dir? Ist dir klar, dass er im Weg liegt und die Patrouille nicht daran vorbeikommen? Verschwinde, oder ich lasse alles in die tiefen Wege werfen und dich gleich dazu. Oh. Verzeiht mir, Herr, aber Sie sagten, ich soll meine Wagen gegessen. Erkundung. Kannst du dich auch einen Rechtsklick auf den Boden machen, um einen Zielpunkt auszuwählen? Okay. Verschwinde, Kastenlose haben keinen Zutritt. Er will damit sagen, dass wir gerade gehen wollten. Was sollte das denn? Kastenlose sind beim Tornei nicht erlaubt. Man darf es ja wohl versuchen, oder? Plotthelfer sind Markierungen auf der aktuellen Umgebungskarte, die angeben, wohin du dich begeben musst, um bei einer aktiven Quest weiterzukommen. Ah! Dankeschön. Und wo ist dieser Plotthelfer, wenn ich fragen darf? Ja,
Wir aktuellen Gebiet und Vogelperspektive. Einige Bereiche werden erst offenbart, wenn du sie erkundest. In dem unerforschte Gebieten sind Plotthilfe standardmäßig deaktiviert. Aber das kannst du im Optionsmenü Escape ändern. Okay. Ich würde sowieso mal nach den Einstellungen gucken. Das mache ich kurz ganz mit euch. Schwierigkeit nochmal. Video. Grafikdetails sehr hoch. Gut. Texturdetails auch hoch. Okay. Online? Nee. Spiel. Ja, okay. Gut, das ist alles so klar. Wenn die Stimmen oder so zu leise sind, dann müsst ihr es halt sagen. So, gehen wir mal in die Schenke. Sorry, Inventar und Ausrüstung. Um deinen Charakter mit neuen Gegenständen auszurüsten, musst du das Inventar öffnen. Klicke jetzt auf das hervorgehobene Symbol und drücke I. Um einen Gegenstand abzulegen, musst du ihn nur von seinem Symbol auf der linken Seite des Bildschirms zurück in dein Inventar ziehen. Lege nun die Rüstung der Kleidung oder Kleidung deines Charakters ab. Ziehe Gegenstände, die du ausrüsten möchtest, einfach aus dem Inventar direkt auf deinen Charakter oder in die entsprechenden Symbolplätze. Wechsle da jetzt deine Rüstung oder Kleidung. Schnellleiste platziere, Verbrauchsgegenstände in der Schnellleiste. Okay, das ist ganz einfach, wie immer. Ey. Alter. Zieh jetzt die Gegenstände in die Schnellleiste. Alter, warum? Warte? Warum funktioniert das nicht? Ah, jetzt. Wer hat die denn hier reingelassen? Was soll denn das heißen? Ah, Oskias. Hey, der Platz ist reserviert. Sehr aufmerksam, Oskias. Ist ziemlich ermüdend, dich zu suchen. Woher weißt du, wie ich heiße? Ich weiß nicht, wovon du redest. Ihr habt vermutlich den falschen Oskias erwischt. Ich bin erst seit heute Morgen hier. Normalerweise bin ich an der Oberfläche und... Willst du damit sagen, du bist gar nicht dieser verräterische, betrügerische Staubfresser, von dem Berat uns erzählt hat? Ich habe nichts getan. Berat hat keinen Grund, euch auf mich anzusetzen. Ganz ruhig, es gibt keinen Grund, die Nerven zu verlieren. Mann, ich will den nicht töten. Ihr seid nicht hier, um mich zu töten? Natürlich nicht, Jorin. Wer weiß? Gibt's dafür einen Hör Grund? Hör zu, ich war Berat gegenüber immer treu. Er war gut zu meiner Familie, wirklich. Ich weiß, wie viel ich ihm verdanke. Warum hast du ihn da hingehalten? Schön, dann töte ich dich nur und deponiere. Spar dir deine Erklärung, das geht durch. Durchsuch seine Taschen. Das habe ich nicht. Meinst du das? Meinst du? Das überzeugt mich. Ich habe noch etwas Lyrium. Ich habe eine Abmachung mit einer der Minenfamilien. Ich hätte Berat seinen Anteil sicher gebracht, ehrlich. Alles andere wäre doch verrückt. Eher selbstmörderisch. Das reicht mir schon, du bist erledigt. Niemand legt den Meister rein. Wie lange betrügst du Berat schon? Nicht lange, eigentlich gar nicht. Das war das erste Mal. Oh, bitte tötet mich nicht. Ich will nicht, aber es bleibt keine andere Wahl.
Wem hast du das Zeug Einige verkauft? Einige Oberflächler bezahlen für Lyrium viel Geld. Die Magier dort oben, sie brauchen es für ihre Zauber und Schmiede fertigen magische Waffen daraus. Ich habe das Geld genommen und bin abgehauen. Ich meine zurück zu Berat, um ihn zu beteiligen. Wie viel Erz hast du gestohlen? Nicht viel. Was wird es wert sein? Vielleicht 25 Sovereigns? 25 Sovereigns? Der Großteil ist bei meinen Käufern an der Oberfläche. Ich habe hier unten nur ein paar Nuggets eingesteckt. Hey, wenn ich, sagen wir, ich gebe dir ein Stück. Würdest du dann vielleicht vergessen, Berat von der Sache zu erzählen? Das klingt ganz interessant. Ich habe kein Geld hier. Das ist alles oben. Aber du kannst das Erz haben. Verkauf es, vielleicht kommst du dann sogar von hier weg. Was meinst du? Gib mir alles, was du hast, und ich habe dich nie gesehen. Das ist doch... Ich habe nur die beiden Nuggets, aber wenn ihr mich laufen lasst, gehören sie euch. Hast du zu viel Rauch geschluckt? Wenn dich Berat mit seinem Lyrium erwischt, bringt er dich um. Ich verkaufe es, bevor wir zu ihm gehen. Wie willst du einen Händler finden, der nicht für Berat arbeitet? Vergiss es. Pass auf, wir machen halbe-halbe und gehen zu Olinda. Du weißt schon, die Händlerin, sie mag mich und weigert sich, für den alten Mann zu arbeiten. Abgemacht. 25,75. Ach schön. Was bleibt mir anderes übrig? Und was wird aus mir? Gern die Oberfläche und können ihn wieder zurück. Sagen, dass er tot ist, wenn er das rauskriegt. Das wird er nicht, versprochen. Orsama hat mich zum letzten Mal gesehen. Danke. Du bist nicht nur stark, sondern auch edel. Mögen die Ahnen über dich wachen. Gut. Dann haben wir das auch erledigt. Und ich würde sagen, das war's für die erste Folge Dragon Age Origins. Ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei. Ja, wie gesagt. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Und dann, Freunde, gehabt euch wohl. Und haut rein.